Hossa Internet, ich fall gleich mal mit der schlechten Nachricht ins Haus, denn zu unserer gestrigen Meldung, dass BioWare Austin an einem Star Wars Knights of the Old Republic Remake arbeitet, da hat es neue Entwicklungen gegeben und die werden euch nicht gefallen, denn offenbar sind die Informationen, die der Journalist Liam Robertson da aufgeschnappt hat, schon veraltet. Fakt ist, es gab wohl tatsächlich diesen Prototypen, den BioWare Austin gemacht hat, man hat sich dann aber nicht dazu entschlossen, dieses Ding auch wirklich zu produzieren. Stattdessen arbeitet BioWare Austin jetzt zusammen mit BioWare Edmonton an deren mysteriösen neuen Projekt Dylan, das ein Sci-Fi-Semi-MMO werden soll, das auf der E3 2017 vorgestellt wird. This world is so vast that you can just kind of continue on to the horizon. There's more and more experience for the player to enjoy. Wir bleiben bei Star Wars und wir bleiben bei Leaks, denn eigentlich sollte der offizielle Trailer zu Star Wars Battlefront 2 ja erst auf der Star Wars Celebration vom 13. bis zum 16. April gezeigt werden. Jetzt ist das Ding aber schon vorab in die Weiten des Internets entfleucht und ich fasse euch jetzt die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Erkenntnis Nummer 1, Star Wars Battlefront 2 spielt über alle Star Wars Kinofilme hinweg. Es ist also nicht mehr nur die alte Trilogie als Szenario da. Man sieht nämlich im Trailer schon Charaktere wie Darth Maul und Yoda, aber auch neue Figuren wie Rey und Kylo Ren. Außerdem bekommen Vorbesteller Star Wars Episode 8 Charaktere. Dann gibt's eine Singleplayer-Kampagne, in der man wohl eine imperiale Pilotin übernimmt. Die blickt im Trailer nämlich ungläubig auf den explodierenden zweiten Todesstern. Das heißt, diese Geschichte spielt wohl nach Episode 6. Unklar ist, ob die ganze Singleplayer-Kampagne zu diesem Zeitpunkt spielt oder ob das so ist wie in Battlefield 1, dass es Star Wars Stories gibt, die dann eben munter durch die Episoden springen. Und zu guter Letzt, im Trailer sind Raumschlachten prominent zu sehen. Das heißt, es bleibt zu hoffen, dass die diesmal von Anfang an schon im Spiel sind und nicht erst in einem DLC nachgereicht werden. Offizielle Infos zu Star Wars Battlefront 2 erhoffen wir uns also von der Star Wars Celebration. Und damit uns EA jetzt nicht in Grund und Boden klagt, zeigen wir euch eine dramatische Nacherzählung des Trailers. Yay! CSGO startet in Kürze in China und da hat man in der Präsentation der geplanten Features auch einige interessante Features gesehen, die den Rest der Welt betreffen. Allen voran, dass CSGO eine neue Engine bekommt. Man zieht das Spiel nämlich genau wie bei Dota 2 von der Source 1 auf die Source 2 Engine um. Was das konkret heißt für irgendwelche Features oder Gameplay-Änderungen, das ist noch nicht abzusehen. Interessanter Fakt ist aber, dass bei der Physikberechnung sich was tun wird, denn die Source 1 Engine berechnet die Physik mit Havoc, die Source 2 Engine setzt auf die Rubicon-Physik-Engine. Außerdem gibt es Neuigkeiten bei den Operationen, denn im Sommer 2017 soll endlich die nächste Operation veröffentlicht werden und da haben findige Spieler ja schon vor ein paar Wochen in den Spieldateien die geplanten Maps gefunden, namentlich DE Thrill, CS Agency, DE Shipped, DE Light, DE Black Gold, DE Austria und CS Insertion. Frostpunk heißt das neue Spiel der This War of Mine Macher von 11-Bit Studios und das soll das herausragendste Feature von This War of Mine in ein ganz ungewöhnliches Genre verfrachten, nämlich diese harten Entscheidungen. Und zwar verfrachtet man die in eine Städtebausimulation. In Frostpunk ist man nämlich der Bürgermeister einer der letzten Städte der Menschheit. Es gab eine globale Eiszeit und man muss jetzt irgendwie diese Stadt am Leben halten. Die Entwickler sagen, dass es dabei keine leichten Antworten auf Probleme geben wird. Das heißt, es wird nicht wie in SimCity sein, dass wenn da die Kriminalität zu hoch ist, dass man einfach nur drei Polizeiwachen baut. Stattdessen sind die Problemstellungen eher so, dass da Hungersnot in der Stadt grassiert und man sich dann die Frage stellen muss, wie lange man es aushält, bevor man dem Kannibalismus verfällt. Frostpunk soll auf der E3 2017 mit einem großen Gameplay-Trailer vorgestellt werden und auch noch 2017 erscheinen. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge kommt dann morgen. Bis dahin, weiterspielen.